Big-Band-Sound und flache Witze. Endlich zieht wieder Leben in das Kulturhaus 2.0 in Großröhrsdorf ein. Die Dresden Big Band und Peter Flache gaben sich am Donnerstag die Ehre. Er wollte beginnen zu singen, und zwar hinnen. Doch als alle packte das Grausen, sang er Hausen. Mit diesem kleinen Vierzeiler haben wir das Niveau des heutigen Abends schon mal abgesteckt. Er hat die Jugend, er hat den Stil und jetzt hat er auch noch den Saal. Der Kabarettist, Autor und Schauspieler Peter Flache ist hier bei mir. Hallo. Ach, du redest von mir? Wen meinst du denn? Ja, hallo. Ich freue mich sehr. Und er hat noch jemanden mitgebracht. Wer ist heute noch bei uns? Na, der Micha. Der Micha Winkler ist mit da. Ne, da freuen wir uns wirklich sehr. Micha Winkler ist da und ich bin ohne ihn gar nicht hier heute. Ja, wir sind die Dresden Big Band und wir machen jetzt seit einem Jahr ein Programm, also mit einer 7-monatigen Unterbrechung, machen wir ein Programm mit Peter Flache, das haben wir bei uns in Dresden uraufgeführt. Und das ist eine ganz neue Form, die wir hier machen, und zwar Big Band Musik mit flacher Lyrik, also dicker Sound und flache Lyrik, das ist was ganz Besonderes. Das gibt es so in der Form noch nicht und das macht einen Riesenspaß, weil das natürlich auch ein unglaubliches Fass aufmacht. Also da kann man alles machen mittlerweile. Wir haben also an Ideen mangelt es nicht, die werden immer mehr und wir müssen sehen, dass wir hinterherkommen mit Schreiben und mit Proben. Es macht also einen Riesenspaß, mit ihm zu arbeiten und zu musizieren. Und das Spiel klang ungefähr so. Woher nehmen Sie die Inspiration für diese lustigen Witze, Gedichte, Texte, die Sie schreiben? Diese Inspiration, die gibt es gar nicht. Also man kann sich jetzt nicht hinsetzen und sagen, jetzt schreibe ich mal was Lustiges. Das ist Quatsch. Also man kann sich hinsetzen, aber ob das was Gutes wird, das ist nicht klar. Es ist eine Art Geschenk. Ne? Also wenn man mal einen guten Gedanken hat, und das wird immer seltener, dann sollte man zupacken. Also es gibt Witziges im Leben. Also schon wie wir hier sitzen zu dritt, das ist schon irgendwie blöde. So, und da könnte man schon wieder drüber sinnieren. Wir sitzen ja vor allen Dingen im neu eröffneten Rödersaal hier in Großröhrs. Davon haben Sie dazu eine besondere Verbindung? Ich habe den Saal nie kennengelernt und jetzt, wo ich ihn hier gesehen habe, war ich doch sehr beeindruckt von der Größe und von der Bauart. Und also es würde mich schon sehr freuen, wenn dieser Rödersaal hier, der ja irgendwie im frühen 20. Jahrhundert gebaut worden ist, wieder diesen Zweck erfüllt, dass Leute hier zusammenkommen und hier Kultur erleben. Das ist schon wichtig. Es ist wichtig, wir brauchen unbedingt die Kultur eben auch auf diesen nicht bloß in den Ballungszentren, sondern eben auch im Land. Wir brauchen das, weil das die Stütze unseres Lebens ist. Die Leute glauben das nie, aber es ist wirklich, also es ist nicht bloß das Gejammer von den Künstlern hier, kommt mal oder so, bringt uns Geld. Nee, so ist es nicht. Es ist für ihr eigenes Leben wichtig. Ne? Aber ganz rüber. Das ist die Sinnlichkeit, die gehört zum Gesamtpaket dazu beim Menschen. Ne? Also die Gesundheit natürlich, aber die Sinnlichkeit eben auch, ne? Für den Gesamtwohl, für das Wohlgefühl eines Menschen. Und was mich besonders hier beeindruckt, ist die Akustik. Also wir haben hier einen kurzen Soundcheck gemacht und das klingt also alles ohne Verstärkung schon super, ganz transparent. Und der Saal ist auch mit sehr viel Liebe zum Detail restauriert worden hier, auch sehr aufwendig. Hier hängt eine sehr gute Tonanlage drin. Und also wir freuen uns einfach auf das Konzert und vor allen Dingen freuen wir uns, dass wir hierher gefunden haben. Ne? Und vielleicht ist das ja der Anfang für eine neue oder eine Reihe oder mehrere Gastspiele. Wir haben ja jetzt gerade schon über einen neuen Termin gesprochen. Dürfen wir den schon nennen? Oder? Und zwar am 4. März sind wir hier das nächste Mal mit unserem Programm Zu laut mit Peter Flache und der Dresden Big Band. Und ja, freuen wir uns. Das ist gerade der heutige Tag, ist der 7. Oktober. Hat das irgendwas zu bedeuten? Nee, aber das stach mir sofort in den Sinn. 7. Oktober, da ist so bei den Menschen noch ein bisschen so eingefleischt. Erklären Sie es mal den jungen Zuschauern. Ja, für die jungen Leute. Es gab früher hier das Land DDR.
Und das hatte am 7. Oktober hatte das seinen Geburtstag. Da haben wir immer früher gefeiert. Deswegen haben wir heute auch in Blau gehalten. Ich habe meine FDJ-Bluse mit. Nee, ist Quatsch. Also ich habe das Emblem abgemacht. Und heute wäre die DDR 72 Jahre alt geworden. Ich bin ja Aktivist der ersten Stunde gewesen damals. Deswegen habe ich heute auch noch meinen Trainingsanzug von damals. Da ist heute auch noch mal mit dabei. Aber was erwartet die Zuschauer jetzt heute ganz genau? Naja, das ist eben Swing Classics, Peter Flache mit dünnen Sprüchen. Also nicht nur flach, sondern auch dünn. Das ist das einzige Dünne an mir, sind meine Sprüche. Und blöde Lieder und eigentlich, uns macht das Spaß. Wir machen das wirklich gerne. Also wir müssen auf der Beine proben, das ist wirklich ziemlich lustig. Und das ist eine unglaubliche Übertreibung. Deswegen habe ich auch gedacht, das ist ganz gut hier an der Bühne. Das ist ein bisschen Bonbon hier, alles bunt und so ein bisschen Show und eigentlich so schlimm. Und das, was wir machen, ist aber so mittelmäßig. Das, was ich mache. Entschuldigung, die Musik nicht. Entschuldigung, mea culpa. Nee, aber das, was ich mache, ist so mittelmäßig. Und das ist ja schon wieder Humor. Ja. Die mittelmäßige Antwort auf einen großen Entwurf. Also wir haben da uns auch Choreografien machen lassen, wir beide. Und wir sind ja quasi, wir bieten ja auch Kurse an im unrhythmischen Ausdruckstanz. Und genau. Am 6. Dezember gibt es noch ein Weihnachtsprogramm? Genau, am 6. Dezember, das ist ein kleines Weihnachtsspecial, spiele ich hier Oh, es riecht. Das ist also ein adventlich angehauchter Abend. Und da bin ich aber unverdünnt auf der Bühne hier zu betrachten, ohne Beiwerk. Also da bin ich sozusagen solo. Oh, es riecht. 6. Dezember, Nikolaus. Letztes Jahr, der Nikolaus war nicht besonders schön. Ich stellte meine Stiefel raus und habe sie nie mehr gesehen. Love.